Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese tolle Pom-Pom-Borte an diese Sunburst-Granny-Decke häkeln könnt. Wenn ihr dann eure Grannys fertig gehäkelt habt und alle zusammengenäht habt, ist dann Zeit für die Borte. Und ich habe hier mich für so eine Pom-Pom-Borte entschieden. Ich habe dazwischen noch so eine Zwischenrunde gehäkelt, die war ganz einfach. Also einfach nur zwei feste Maschen in die Zwischenräume, drei Luftmaschen, in den nächsten Zwischenraum wieder zwei feste Maschen, drei Luftmaschen, zwei feste Maschen, drei Luftmaschen, zwei feste Maschen. Falls euch das interessiert, ist es aber nicht zwingend nötig. Ihr könnt die Borte dann auch direkt in diese Zwischenräume häkeln. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich häkel heute mit einer 4,5 mm Nadel die gleiche Nadel, die ich auch für meine Grannys benutzt habe. Ihr nehmt dann einfach eure ausgewählte Wolle. Wir beginnen in einer Ecke. Ihr könnt natürlich in jedem Zwischenraum beginnen. Das ist nicht notwendig, dass ihr unbedingt in einer Ecke anfangt, aber ich mache das halt immer so. Ihr geht hinein, holt eure neue Farbe, zieht das Ganze durch und ich knote das Ganze immer fest, dass das auch nicht aufgeht. Nehmt dann eure Nadel, geht hinein, holt euren Faden und zieht hoch. Wir brauchen jetzt sechs Luftmaschen. Also ihr häkelt sechs Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und wir benötigen jetzt diese dritte Luftmasche von oben. Die Schlaufe hier wird nie mitgezählt. Also 1, 2, 3. Ihr nehmt einen Umschlag, geht in diese dritte Luftmasche hinein, holt euren Faden und zieht durch. Ihr habt jetzt drei Schlaufen auf der Nadel. Wir häkeln aber hier nur durch die ersten beiden Schlaufen. Und jetzt haben wir zwei Schlaufen auf der Nadel. Wir nehmen wieder einen Umschlag, gehen in die gleiche Masche hinein, holen unseren Faden und gehen auch hier wieder nur durch die ersten beiden Schlaufen durch. Wir haben jetzt drei Schlaufen auf der Nadel und wir brauchen insgesamt sechs. Umschlag, geht in die gleiche Masche hinein und häkelt wieder nur die ersten beiden Schlaufen durch. Umschlag, wieder hinein, Faden nehmen, auch wieder hier durch die ersten beiden und wir haben jetzt fünf Schlaufen auf der Nadel, brauchen noch eine. Die gleiche Masche, ziehen durch die ersten beiden durch. So sieht das dann aus. Wir nehmen wieder unseren Faden, halten die Nadel mit dem Kopf schön nach unten und gehen durch alle Schlaufen durch. Und häkeln eine Luftmasche. Wir gehen jetzt in diese Masche, in diese Luftmasche unter der Masche, in die wir eingearbeitet haben. Also hier haben wir jetzt reingearbeitet. Ihr geht in die Masche drunter, holt euren Faden und macht eine Kettmasche. Ihr häkelt dann wieder drei Luftmaschen. Wir gehen in diesen nächsten Zwischenraum hier und häkeln eine feste Masche, um das Ganze zu befestigen. Und euer erster Pompom ist fertig. Ich zeige es euch nochmal. Wir fangen an mit sechs Luftmaschen. Drei, vier, fünf und sechs. Wir brauchen wieder diese dritte Luftmasche von oben. Ihr nehmt einen Umschlag, geht in die dritte hinein und euren Faden und auch hier wieder nur durch die ersten beiden Schlaufen durch. Umschlag, ihr geht in die gleiche Masche und euren Faden und auch hier wieder nur durch die ersten beiden. Umschlag, in die gleiche Masche hinein. Und auch hier wieder durch die ersten beiden.
Wir brauchen insgesamt 6 Schlaufen auf der Nadel. Und wieder durch die ersten beiden und noch einmal. Ihr habt jetzt wieder 6 Schlaufen auf der Nadel. Wir gehen wieder durch alle Schlaufen durch, häkeln eine Luftmasche, gehen in die Masche, unter der wir gearbeitet haben. Also hier haben wir alle reingearbeitet. Ihr geht eine drunter und macht eine Kettmasche. Zieht das Ganze fest und wieder 3 Luftmaschen. Ihr geht in den nächsten Zwischenraum und eine feste Masche. Und euer zweiter Pompom ist fertig. Und das war's. Ihr geht einfach in jeden Zwischenraum oder wie hier in diese 3 Luftmaschen und häkelt euer Pompom. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und natürlich noch einen ganz tollen Tag. Tschüss!